Ja, hallo erstmal. Hier ist euer Rave und wir sind wieder bei Let's Play Surviving Mars. Hey ihr Lieben, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute werden wir uns mal anschauen, was wir denn eventuell mit dieser Kuppel noch anstellen können, die wir hier sehen. Wir werden, sobald diese Rakete wieder vollständig betankt ist, werden wir die wieder nach Hause schicken und werden die andere Kuppel, welche sich hier drüben befindet, so langsam mal mit Leben befüllen. Und wenn wir das geschafft haben, hoffe ich immer noch, dass wir hier eine Technologie finden, um Seen anzulegen. Aber werden wir mal gucken, dass wir hier in diese Richtung rübergehen und mit dem Terraforming anfangen. Und zwar sind wir so weit, dass wir das automatisierte Lager fast haben. Da sind wir bei 94%, dann können wir bei der anderen Rakete mal so zwei, drei Lager hinpflanzen, je nachdem, was wir brauchen. Und dann sind wir bei der marsianischen Vegetation. Von daher hoffe ich, dass wir heute einfach so ein bisschen vorspulen können auch. Und ja, rein da. Gehen wir los. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier fünf freie Arbeitsplätze, einen Obdachlosen. Wie kann das denn sein? Habe ich mich verzählt? Wir haben einen Obdachlosen. Das heißt, wir brauchen doch noch so ein Ding. Schade. Das wirft meine Pläne ein bisschen über den Haufen. Aber ja, wenn ich rechnen kann, den bestraft das Leben. Also machen wir hier noch ein kleines Wohnquartier hin und, weil wir da Platz haben, noch ein bisschen Deko und zwar einen kleinen Garten. Mitten rein. Wunderschön. So, was braucht man hierfür? Wir brauchen hierfür ein bisschen Beton und für den Garten auch. Gut. Hammer, alles da. Und ich finde hier die Wohnungen, die sind schon cool, oder? Sehen gut aus. Aber da müssen wir wahrscheinlich hier nochmal auf den Stromverbrauch gucken. Obwohl, Stromverbrauch liegen wir noch absolut im Rahmen. So, bereit zur Landung, machen wir gleich. Warte mal, das ist doch die, die von der Expedition zurückkehrt. Ja, dann mach dich dahin. Wir brauchen noch einen Wasservaporisator für unsere Wasserversorgung. Zwei Stück haben wir noch. Wenn wir den einen hier hinstellen, dann müssen wir gar nicht viel machen mit Rohren und dergleichen. Zack, fertig. Strom hat er nämlich auch. Dann haben wir hier oben unsere kleine Ecke, in der das Ganze hergestellt wird. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir dann später die Möglichkeit haben, so einen See anzulegen, ob das dann unsere Wasserversorgung revolutioniert. Würde ich ja richtig cool finden. So, wie weit sind wir denn hier mit der Rakete? So, die wird langsam betankt. Wir hatten ja hier noch nichts gesetzt, das machen wir jetzt aber. So, wo haben wir es denn? Da, Treibstoffraffinerie, die machen wir. Die könnten wir eigentlich hier hinten so in die Ecke packen. Die würde ich tatsächlich da in die Ecke packen. Dann ziehen wir die Rohre einmal hier außen rum. Bis dahin legen da die Stromleitungen drunter. Obwohl, geht es? Ha, guck mal hier. Den Strom lassen wir einfach über die Kuppel laufen. Und dann machen wir, hoppala, machen wir hier ein Depot hin. Also da machen wir kein automatisiertes Lager. Da hätte ich wirklich gerne nur ein kleines Depot. Für Treibstoff, für einfach Rakete betanken. Machen wir hier hinten hin. Ich glaube, das stört es keinen. Oder? So. Hier, guck mal, so. So gefällt mir ganz gut. Echt mal gespannt, ob wir das Ganze hier irgendwie später noch revolutionieren können mit
Unterwasser, also Untererdeleitung oder sowas. So, wir machen jetzt hier ein bisschen Vorsprung. Wir lassen die jetzt hier wirklich mal ranklotzen. So, der Vaporisator läuft. Jetzt sehen wir gucken. Erhöhe 0,3. Super, wir sind gut unterwegs. Forschung abgeschlossen. Automatisiertes Lager. So, was könnten wir denn jetzt hier? Was haben wir denn hier? Mars-Treibhaus. Verbrennt Treibstoffe, um die Temperatur des Mars zu erhöhen. So, umweltbewusster Landschaftsbau. Das Geländeniveau mit Hilfe des Landschaftsbaus zu erhöhen, kostet weniger Gesteinsabfälle, erzeugt mehr Gesteinsabfälle. Können die Außerirdischen... Ah, okay. Brauchen wir das eigentlich? Treibhausgasfabrik. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich haben will, aber ich denke, das werden wir brauchen. Wir nehmen aber jetzt hier Wachstumssimulation auf jeden Fall mit rein. Biotech, Pilzfarm. Magnetfilterung für Moxi hier. Sauerstofferzeugung 50% erhöht. Machen wir. So, dann könnten wir hier noch Lageroptimierung, Lagerkapazitäten von Wasser, Sauerstoff und Strom 50% erhöht. Nehmen wir auch. Ja, dann sind wir da schon wieder durch. Genau, jetzt gucken wir hier Sauerstoff, sicherheitshalber nochmal, Sauerstoff 0,8, Sauerstoffproduktion und Verbrauch 8. Durchbruch, Multispiralarchitektur. Wo ist das denn? 8 Uhr Alarm. Wo immer die ist, egal, ignorieren wir am momentan. So, weiter vorwärts. Unser Rover darf weiter erforschen. Hier oben war noch eine, genau. Das hier waren keine. Nee. Da. Geh da mal hin. Kann ich hier weitere Aufträge einreihen? Mal gucken. Probieren wir einfach mal. Da. Oder läuft der jetzt Auto? Nee. Doch? Klappt das? Ja, super. Klappt. Klasse. Dann lassen wir erstmal die zwei machen. Nicht funktionierende Gebäude. Das ist voll. Okay. Und da haben wir keinen, der arbeitet. Das ist aber eigentlich ein bisschen uncool. Da haben wir auch zu wenig, die arbeiten. Wir nehmen hier mal einen raus. So, das ist ein Offizier. Den will ich dann nicht drin haben. Geologe ist richtig. Alles klar. So. Das passt. Was ist denn hier? Habe ich da Geld gesehen? Eine arbeitslos, drei freie Wohnplätze. Jetzt könnten wir hier theoretisch noch drei Leute hinbringen. Also die Kuppel gefällt mir ganz gut. Nahrung 4,8. Ich würde gerne hier die Info wegen der Nahrung sehen. Ne, mit Nahrung wird hier nichts angezeigt, aber unterm Strich... Entschuldigung, die Lager sind voll, da sind wir eigentlich ganz gut. So, was hier? Kann zurück, alles klar. Alles klar. So, und die da hinten braucht noch einen Moment. Hier gucken wir, das klappt. Super. Bombe. Oh, Terraforming-Tipp. Terraforming-Gebäude sind jetzt verfügbar. Baue sie, um Saatgut zu produzieren, die örtliche Bodenqualität und Vegetation zu beeinflussen und die vier globalen Terraforming-Parameter zu verbessern. Atmosphäre, Temperatur, Wasser und... Wasser, genau. Und Vegetation. Okay, so, dann hier. Vegetation. Der Parameter der Vegetation stellt die Verbreitung und Vielfalt der Pflanzenwelt und des bakteriellen Lebens auf planetarer Ebene dar. Seine Verbesserungen erhöhen die Geschwindigkeit und Ausbreitung des lokalen Pflanzenwuchses. Die Vegetation wird durch aktive Aufforstungsfabriken und durch deren Abschluss von Spezialprojekten erhöht. Okay, so,
Glückwunsch, du hast erfolgreich den ersten Schritt dazu getan, den Mars in ein saftig grünes Paradies zu verwandeln. Du hast die Ressource Saatgut freigeschaltet, die von der Erde importiert werden kann. Okay, müssen wir importiert werden. Importieren, ganz wichtig. Saatgut wird in spezialisierten Lagern aufbewahrt und von Aufforstungsfabriken und offenen Farmen verwendet. Offene Farmen hatten wir vorhin gesehen. Die werden wir für die mittlere Kuppel brauchen oder machen wollen. Also brauchen wir da auf jeden Fall Samen, um Vegetation außerhalb der Kuppel zu pflanzen. Für die meisten Pflanzen sind Fortschritte im Terraforming-Prozess erforderlich. Sie die Atmosphäre, Temperatur, Pflanzenausbreitung und das Oberflächenwasser in der Planetenansicht an. Wenn du diese Terraforming-Parameter verbessert, erhöht sich die Produktivität einiger Gebäude. Die Schwere von Naturkatastrophen verringert sich. Oh, super. Und letztendlich wird aus dem Mars vielleicht ein üppiger, mit flüssigem Wasser bedeckter Planet. Oh, geil. Das hört sich doch ganz stark nach Seen an. So, und hier Saatgut. Importiere Saatgut von der Erde oder züchte es in Farmen. Züchte es in Farmen. Wir wollen es züchten. Züchten, züchten, züchten. Erhöhe die Bodenqualität. Bla, alles klar. So, Stopp. Terraforming. Da. 10 Strom. Uha. Brauchen wir hier diesen ganzen Bereich Terraform? Ich glaube, da habe ich Bock drauf. So, dann machen wir das darüber. So, was haben wir noch? Terraforming. Komm, gib ihm. Treibhausgasfabrik müssen wir freischalten. Und Hauptstadt. Okay, aber jetzt machen wir erstmal die Aufforstungsfabrik. So, wir können das in Farmen herstellen. Lass doch mal gucken, wo haben wir Farmen? Farmen, 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 Farmen. Kuppelspitzen. Okay, können wir noch nicht. Dekorationen. Nee, wollen wir nicht. Farmen. Wir wollen Farmen. Ist das vielleicht hier? Ranch, Pilzfarm. Okay, könnten wir noch nicht machen. Haben wir sonst noch was? Garten, Steingarten, kleine Brunnen, kleine Gassen. Außendeko. Jawohl, genau, mega. Haben wir da noch eine kleinere, die wir hier vorne reinsetzen können? Da, hier der denkende Mann hier. Der bewegte Mann, ne? Coole Sache, ein Obelisk. Den machen wir da oben rein. Was brauchen der? 10 Beton. Das ist nicht viel. Großes Denkmal. Das ist auch nicht klein. Das machen wir dahin. Hier ein Leuchtfeuer. Okay, ich weiß, ich übertreibe es gerade ein bisschen, aber ich habe da gerade so Bock drauf. So, wir lassen jetzt auch weiter hier schnell durchlaufen. In der Hoffnung. Guck mal hier, unsere Transporter fahren das erste Mal die Rampe runter. Oder das erste Mal, wo wir es sehen. Nice. Da wird Terraforming. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So. Okay, das Gebäude benötigt eine Pflanze, um die Arbeit wieder aufnehmen zu können. Okay, schalten wir erstmal aus. Wir brauchen also Saatgut. Das haben wir definitiv noch nicht. So. Wo könnte man denn Saatgut jetzt produzieren? Da nicht drin.
Das sieht mir auch nicht danach aus. Oh, gucken wir mal hier, aber hier ist Saatgut? Nee. Ferngesteuerter Dozer. Unser erstes Neugeborenes auf dem Mars. Chaka, das war bestimmt die sexy Hexi. Mega, also wir machen jetzt hier gerade, Entschuldigung, kurz, wir machen jetzt hier diesen Dozer. Keine Ahnung. Unser erstes Baby, Party, yay, läuft. Oh, dann müssen wir jetzt mit der Bevölkerung aufpassen. Gut, dass wir das Gebäude noch gebaut haben. Ja, nice. Gefällt mir. Dann müssen wir hier wahrscheinlich noch eine zweite Kuppel machen, die irgendwie aussourcen. Dann machen wir hier Forschung noch rein. Damit das Baby hier unser Forschungsbaby wird. Ja, komm. Gib ihm. Nicht funktionierende Gebäude. Ach, das ist schon wieder voll. Ach, never mind. Juckt nicht. So, Gesteinsabfälle. Bob, 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 bob. Dann machen wir hier. Noch eine kleine Mülldeponie hin. Was soll das? Keine falsche Bescheidenheit. Stört jetzt nicht. Edelmetallex. Ah, Edelmetalle sind zum Exportieren da. Aha, das heißt, hier generieren wir quasi Knete. Ja, dann ist das auf jeden Fall super gewesen, dass wir da Metalle erforscht haben oder eine Metallmine genommen haben statt der Edelmetalle. So, der kleine Erkunder. Wo schicken wir dich hin? Haben wir Anomalien? Wir haben alle Anomalien entdeckt, hä? Da ist noch eine. 2, 3, 4. Okay, 4 Anomalien haben wir noch. Hey Kim, I love the music and your encouraging words. Gut, dann ist er danach wahrscheinlich arbeitslos. Keine Ahnung, ob man mit dem noch was anfangen könnte. Was macht er denn jetzt hier? Altogether on. Ach, das ist hier auch so ein Transporter, oder was? Kapazität 100. Läuft. Davon brauchen wir keinen mehr. Will there be opportunities that will fill my need for a new rush? So, die Raketen sind auf der Erde. Wir nehmen die Frachtrakete. Saatgut. 50 Saatgut erstmal. So, Fertigbauten. Wir nehmen einen Drohnenhub, eine Treibstoff. Zweimal davon. Wir nehmen noch einen Generator mit. Die Fabriken machen wir immer noch nicht. Wir brauchen elektrische Geräte. Nehmen noch mal ein paar Drohnen mit. So, go, go. So, du hast keine Drohnen mehr. Da sind 10 Drohnen, das passt. Hier unten sind auch 10 Drohnen, das ist super. Das heißt, da bin ich absolut tutti mit. Was? Was? Fuck you! Wow! Alter! Fucking Meteor! Es scannt eine Planetenanomalie. Ach, wir hätten hier. Wir könnten da theoretisch nochmal eine Mission losschicken. Genau. So, Forschung.
Weil, was ist das hier? Verbessert Eis. Mehr Wasser. Ja, 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 ja! No, no. Okay, auslagern. Was heißt auslagern? Im Gegenzug für Geldmittel in Höhe erhältst du dank externer Forscher. Ja. Auf jeden Fall. Knete haben wir. So, was funktioniert denn hier nicht? Da hinten haben wir. Ja, Mann. Fertig. So, der ist voll. Ach, du Alarm. Das können wir alles hier. Guck mal, da, Don't Panic. Das sind wir. Das ist von Spacey. Ferngesteuerter Commander. Zusätzliches Inventar. Team 6, Spezialisierung, Forschungsfortschritt. Ressourcen, neue Technologien. Also das Niagara-Projekt müssen wir auf jeden Fall machen. Meteoritenfänger. Nee. Ah, guck mal hier. Wie cool, ey. Wie cool. Das gefällt mir richtig gut, ey. Super. So, wir gucken nochmal hier. Wasserversorgung erhöhen 0,3. Also hier brauchen wir auf jeden Fall noch einen Wasservaporisator. To be on the safe side. So, den machen wir dahin. Brauchen wir hier die Rohre. So, nee, wir füllen die von hier. Da, dann brauchen wir natürlich noch Strom. Das machen wir von hier. So, und dann haben wir jetzt hier ein bisschen Luft an der Stelle. So, und jetzt lasst mal überlegen, was machen wir hier? Hier hätte ich auf jeden Fall auch gerne wieder eine Rakete. Durchbruch, gute Schwingung. Ah ja. Oh! Ja! Uhuhu! Erschaffung von Seen. Entschuldigung. Geil! Genau darauf habe ich gewartet. Aber 9000. Boah! Du darfst im Moment keine weitere Forschung an die Erde auslagern. Schade. Schade. Aber ja, da sind die Seen. Mega. So, wir, Passagierrakete. So, ihr geht immer alle wieder raus. Ich will hier wieder mal per Hand suchen. Wir brauchen wieder drei Forscher. Da, Überlebenskünstler Fit Party Löwe nehmen wir. Dann einen Geologen brauchen wir den jetzt schon? Nee, ich glaube nicht. Wir könnten mal einen Touristen nochmal mitnehmen. Wir nehmen hier zweimal keine Spezialisierung. Fit und Enthusiast auf jeden Fall, fände ich gut. Nochmal ein Wissenschaftler, Workaholic. Dann bräuchten wir einen Mediziner. Okay, nehmen wir einen Mediziner mit. Das ist gar kein Thema. Religiös Überlebenskünstler, super. So, 1-2 Wissenschaftler, alles klar. Dann nehmen wir hier noch einen Offizier mit. Super Gelassenheit, passt. So, Geologe brauchen wir nicht. Machen wir noch einen mit Einzelgänger. Nee, die hätte ich da eigentlich gerne nicht dabei. Hier nochmal ohne Spezialisierung. Ja, sehr gut. Da haben wir nochmal einen Wissenschaftler, Melancholiker. Nee, den brauchen wir nicht. Mediziner haben wir schon. Da haben wir nochmal einen Wissenschaftler, Einzelgänger. Sexy. Okay, die müssen wir... Die ist sexy, es geht gar nicht anders. Haben wir 1, 2, 3 Wissenschaftler. Machen wir noch mehr. Wir brauchen Botaniker, auch da wieder. Gamer-Enthusiast, wunderbar. Da, Fit, alles klar. Dann nehmen wir noch einen Touristen mit und einen Botaniker.
Nerd Melancholica will ich eigentlich nicht. Game, ja. Perfekt. Perfekt. So, ihr könnt starten, trotzdem starten. So, dann werden wir hier anfangen. So, wir machen hier eine Wohnanlage rein. Ja, wir machen da eine Wohnanlage rein. Dann fangen wir an mit... Ich hätte hier eigentlich gern mal eine Ranch drin. Finde ich eigentlich mal cool. So, des Weiteren brauchen wir ein Forschungslabor. Nur hier oben in die Ecke rein. Und wir brauchen einen Lebensmittelladen. Da. Kleine Weltraumbar. Ja, okay, bin ich dabei. Bisschen Party. Dann ein Diner für unseren Hypochonder. Ach, eine Krankenstation für unseren Hypochonder. Dann nehmen wir hier den kleinen Lebensmittelladen. Oh, perfekt. Der hat nur eins an Größe. Dann machen wir den da unten hin. Kleiner Kunstladen wäre auch nur eins. Kriegen wir den. Können wir mal überlegen, wo wir den dann reinmachen. Den Elektronikladen für unsere Gamer, der passt hier rein. Und dann haben wir es doch schon. Jemand meinte scherzhaft, dass wir Kryptonit gefunden hätten. Das lag am gelb-grünen Farbton der Beryl-Kristalle. Aha, der Kontrast zum roten marsianischen Staub ließ sie beinahe fremdartig aussehen. Auch wenn sie die Kolonisten nicht zu Superhelden machen würden, würden sie uns bestimmt übermenschliche Kräfte verleihen. Okay, unsere Pläne in der Einsatzleitung beinhalten die Einführung einer nachhaltigen nuklearen Energielösung, um das Wachstum der Kolonie zu beschleunigen, und das Beryllium, das wir aus diesen Mineralien herstellen, könnten wir eine große Hilfe bei dieser schwierigen Mission. Jawohl, wir könnten die Kernbrennstäbe unserer Atomreaktoren mit Beryllium verkleiden und damit die unglaublich nützlichen mechanischen, chemischen und nuklearen Eigenschaften zunutze machen. Verringert die Kosten für Physiktechnologie um 10%. Unglaublich! So, dann nehmen wir hier die wieder mit. Research complete. So, haben wir da hinten, haben wir hier hinten noch Metall? Ja. Ja, ja. 533 ist nicht mehr viel. I'm Team Tehi of the Red Frontier. We play the tracks that will make you relax. So, wir nehmen hier Transporter 1. Das ist unser manueller Transporter jetzt. So, du lagerst hier mal die Ressourcen ein. Ist gleich alles fertig. Super. So, dann brauchen wir hier die Leute bald. Der ist auch gleich schon wieder aufgetankt und kann sich verziehen. Bombe, also das geht jetzt richtig, richtig schnell bei uns, Leute. Das macht gerade richtig Spaß. Deswegen sage ich, ey, wir brauchen hier keine Überlänge mehr. Hier kriegen wir alles reingepackt in eine Folge. Die ist gleich schon wieder voll und kann schon wieder wegfliegen. Und wisst ihr, was wir mit der machen? Die schicken wir auf eine Mission. Das sind wir. Das ist die Kolonie von... So, was haben wir denn hier? Spezialisierung Botanika, nein. Beliebige Ressourcen, nein. Forschungsfortschritt, genau. Das machen wir. Rave von Tanke. Schicken. Da ist unser Saatgut auch drin. Research complete. Haben wir zweimal eine Rave von? So, das sind die Passagiere. Dann lassen wir die hier hinten landen. Dann können wir hier irgendwann nochmal so eine zweite Landeplattform machen. Vielleicht hier genau gegenüber. Müssen wir aber gucken, dass wir Leitungen durch
Belohnung, Standardkurbel fertig, bei neue Kolonisten und ja, Forschung abgeschlossen. Boah. Magnetitfilterung, was war? Anbau ohne Kuppel. Offene Farm. Ja, hier, danke. Terraforming. Touristen zahlen 50% mehr Geldmittel. 14.000 Forschungspunkte. Das auch. Ja, okay. Notfallausbildung. Sozial. Studium brauchen wir noch nicht. PR brauchen wir auch noch nicht. Durchbruch. Ja, Durchbruch. Okay. So, und... Warte mal. Hier unsere manuelle Drohne. Eins. Achso, kann man die hier? Da. So, Autogether off. Komm her. Komm zurück. Komm zu Papa. Du hast Arbeit. Mein Gott. Und zwar packst du dir jetzt hier das komplette Saatgut ein. Und bringst es darüber. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge, meine Lieben, anfangen mit unserer planetaren Umwandlung. Aber das Ziel haben wir erreicht, diese Kuppel zu bevölkern. Wir werden hier definitiv noch eine weitere Rakete hinschicken, kurzfristig, einfach um hier nochmal ein paar Kolonisten reinzubringen. Dafür werden wir aber hier eine weitere Kuppel bauen, um hier die Wohngegend hinzumachen. Dann werden wir die Kuppeln miteinander verbinden mit dem Durchgang. Und dann werden wir hier die Wohnungen, glaube ich, auch abreißen einfach. Dann machen wir hier 3, 4, 5 Wohnungen rein. Werden dann hier auch auslagern, was nochmal Essensproduktionen so anbetrifft. Aber mal gucken, ob wir das alles in die nächste Folge reinpacken oder ob wir dafür eventuell noch ein bisschen länger brauchen. Faktor ist, ich sage an der Stelle erstmal wieder herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich lasse die nochmal ein bisschen hier im Hintergrund weiterfahren. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet, was ihr, wozu ihr vielleicht noch ein paar Fragen habt, auf welche Themen wir noch mal ein bisschen eingehen können, um uns das durchzulesen, ein paar Informationen dazu zu holen. Wenn ihr irgendwelche Informationen habt, Probleme habt, irgendwas hinzukriegen, klar, erkundige ich mich auch gerne für euch, dass wir da einfach mal eine Lösung zusammenfinden oder ich für euch. Bringt mich ja auch weiter, ein bisschen mehr über das ganze Game zu lernen. Und von daher, schreibt mir gerne was in die Kommis, lasst auch herzlich gerne ein Abo da, einfach damit ihr auch mich unterstützt, mich ein bisschen supportet bei dem, was ich hier mache. Und dass ihr natürlich auch darüber informiert werdet, wann die nächsten Videos rauskommen. Und dann machen wir jetzt hier an der Stelle einmal Pause. Und dann sage ich herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, meine Lieben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.